Gift gilt schon seit jeher als sauberste Art, jemanden umzubringen. Es ist als Mordwaffe nur schwer nachzuweisen. Und der Umgang mit Gift ist auch noch denkbar einfach. Taugt es deswegen für den perfekten Mord? Symptome einer Vergiftung können denen schwerer Krankheiten ähneln. Der Verdacht fällt nicht so schnell auf Mord. Doch um die moderne Rechtsmedizin hinters Licht zu führen, muss man sehr raffiniert vorgehen. Allerdings tauchen immer wieder neue chemische Substanzen auf, die zunächst schwer zu ermitteln und nachzuweisen sind. Hat jemand eine tödliche Dosis eines exotischen Giftes erhalten, greifen unsere Routineprüfungen nicht. Manchmal müssen wir viel Detektivarbeit leisten und sehr raffinierte Wirkstoffanalysen machen, um festzustellen, welche Substanzen sich im Körper eines Opfers befinden. Drei historische Fälle. Das Attentat auf den bulgarischen Dissidenten Georgi Markov mit einer Waffe, die aus einem Spionageroman stammen könnte. Der Londoner Arzt Dr. Crippen vergiftete seine Frau und wollte fliehen. Ein Fall, der mit Hilfe der Chemie gelöst werden konnte. Der politische Mord an Regimekritiker Alexander Litwinenko mit einem Gift, das eine radioaktive Spur quer durch London zog. Seit Jahrhunderten wird Gift benutzt, um Menschen zu töten oder hinzurichten und um Ärzte und Ermittler bei Verbrechen hinters Licht zu führen. Doch seit die moderne Medizin in der Lage ist, kleinste Spuren eines Giftes nachzuweisen, bleiben solche Morde nicht mehr unentdeckt. Dem Verbrechen auf der Spur. Spektakuläre Kriminalfälle der Geschichte. Gelöst mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden. Die Toxikologie befasst sich mit den gesundheitsschädlichen Auswirkungen chemischer Substanzen, besonders von Giftstoffen, auf Lebewesen. Toxikologische Spezialisten spüren Gifte auf und beschäftigen sich mit der Behandlung von Vergiftungen. Im weitesten Sinn ist forensische Toxikologie die Analyse von Gewebe und manchmal Lebensmittelproben mit dem Ziel, Medikamente, Drogen und Gifte zu finden. Aber sie beschäftigt sich auch mit den Auswirkungen bestimmter Substanzen auf das menschliche Verhalten. Heutzutage werden ständig neue chemische Substanzen entwickelt und Toxikologen arbeiten eng mit Rechtsmedizinern zusammen, etwa bei der Obduktion von Opfern eines Giftmordes. Wir assistieren Leichenbeschauern und Rechtsmedizinern bei der Suche nach den Todesursachen, wenn Drogen oder Gifte im Spiel sind. Wir ermitteln bei Vergiftungsfällen und Verbrechen, bei denen das Opfer unter Drogen gesetzt wurde, etwa durch ein heimlich präpariertes Getränk. Entscheidend dabei, um welche Substanz handelt es sich und wie hoch war die Dosis. Keine Autopsie ist komplett ohne toxikologischen Bericht. Wir suchen nach Medikamenten und illegalen Drogen, die vielleicht in einer Überdosis verabreicht wurden. Bei einem Drogentest wird eine Reihe von Untersuchungen vorgenommen, um zu bestimmen, welche Substanzen im Körper vorhanden sind und auch wie viel davon. Gift als Mordwaffe spielt häufig eine Rolle bei politischen Attentaten. Zu allen Zeiten verwendeten es Diktatoren und Politiker, die mit Gewalt an der Macht bleiben oder Regimekritiker ausschalten wollten. In den früheren Ostblockstaaten hatte die Geheimpolizei den Ruf, vor Giftmorden nicht zurückzuschrecken. Die Sowjetunion stellte Feinden auch im Ausland nach. Gift verschleiert die Todesursache. Oft ist es ein sehr schmerzhafter Tod. Für einen Giftmord braucht der Täter keine körperliche Kraft und zurück bleibt ein sauberer Tatort. Das passt zur geheimen Welt der Spionage. Ein Attentat richtet sich nicht nur gegen das Opfer. Man will auch Angst verbreiten, etwa unter den sowjetischen Emigranten im Ausland. Alle sollen wissen, dass man sie jederzeit kriegen kann, wenn sie das Sowjetregime weiter kritisieren. Am 7. September 1978 parkte der bulgarische Schriftsteller, Rundfunksprecher und Dissident Georgi Markov sein Auto auf der Südseite der Londoner Waterloo-Brücke.
Er ging die Treppen hoch zur Straße. Dort wollte er den Bus zum BBC-Radiobüro auf der anderen Seite der Themse nehmen. Als er sich der Bushaltestelle näherte, spürte Markov einen Stich hinten an seinem Bein. Er drehte sich um und sah, dass er von einem Regenschirm getroffen worden war. Der Besitzer des Schirms, von dem keine vollständige Beschreibung existiert, entschuldigte sich, stieg in ein Taxi und verschwand. Markovs Bein schmerzte, aber er ging trotzdem zur Arbeit. Später am Nachmittag klagte Markov, er fühle sich krank und gehe nach Hause. Er bekam hohes Fieber. Sein Zustand verschlechterte sich rasant und seine besorgte Frau Anna rief den Notarzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte seine Beschwerden für Symptome einer Blutvergiftung hielten. Markovs Temperatur und sein Blutdruck sanken, doch sein Puls lag bei 160. Die Zahl seiner weißen Blutkörperchen stieg auf das Dreifache des normalen Werts. Die Ärzte diagnostizierten eine Sepsis und verschrieben eine hohe Dosis Antibiotika. Als ich zu Georgi kam, lag er im Sterben. Ich konnte es sehen. Und ich weiß, dass man Sterbende manchmal zurückholen kann, wenn sie wirklich leben wollen. Und er wollte leben. Er wollte nicht sterben. Doch Markov sprach auf keine Behandlung an und die Ärzte mussten hilflos zusehen, wie ihn die Kräfte verließen. Ich sagte zu ihm, du musst kämpfen für Sascha und mich. Und er sagte ja. Dann sah ich, wie die Lebenszeichen auf dem Monitor immer schwächer wurden. Ich rannte aus dem Zimmer, um Hilfe zu holen. Und kurze Zeit später starb er. Das plötzliche Auftreten und der heftige Verlauf von Markovs Krankheit waren ungewöhnlich. Dies und seine seltsame Begegnung an der Waterloo-Brücke ließ die Rechtsmediziner aufhorchen. Was sie entdeckten, schien direkt aus einem James-Bond-Film zu stammen. Auf der Röntgenaufnahme von Markovs Bein war an der Stelle, wo man ihn mit dem Schirm gestochen hatte, ein kreisrunder, entzündeter Bereich sichtbar. Markovs Leiche wurde obduziert und man fand eine winzige, 2 mm große Kugel im Bein. Wie sie dorthin kam, war ein Rätsel. Man fand den Einstich hinten am Bein, aber was hatte er mit dem Kügelchen zu tun? Die winzige Kugel wurde zusammen mit Gewebeproben ins Biowaffenabwehrlabor geschickt. Und dort fand man schließlich die Erklärung für Markovs geheimnisvolle Krankheit. Eine genaue Untersuchung der Haut im Umkreis des Einstichs ergab, die Kugel enthielt ein seltenes, hochgefährliches Gift namens Rizin, ein Protein der Rizinusstaude. Rizin ist in kleinsten Mengen tödlich, gefährlicher als das Gift der Kobra. Und damals gab es kein Gegenmittel. Ein paar Gramm davon können tausende Menschen töten. Man benötigt nur eine äußerst geringe Dosis, um eine tödliche Wirkung zu erzielen. Und Markovs Symptome schienen zu passen. Einer der führenden britischen Experten für Gifte und chemische Kampfstoffe leitete die Untersuchung. Die tödliche Dosis für Mensch und Tier liegt, soweit wir wissen, bei einer Größenordnung von einem Mikrogramm. Es ist schwierig, das für Laien verständlich auszudrücken. Das ist etwa ein Tausendstel einer Prise Salz, und zwar pro Kilogramm Körpergewicht. Ein Mensch wiegt ungefähr 70 Kilogramm, also ist bereits eine sehr winzige Prise für einen Menschen tödlich. Rizin hindert die Zellen an der Produktion lebenswichtiger Eiweiße, sodass sie absterben. Starke innere Blutungen und multiples Organversagen führen zum Tod. Die Kugel, die nur einen Durchmesser von 1,52 mm aufwies, wurde dann auch im Polizeilabor untersucht. Die Kugel besaß zwei Hohlräume, die rechtwinklig zueinander liefen. Das zu bohren muss sehr schwierig gewesen sein bei so einem winzigen Objekt aus Platin und Iridium, zwei Metallen, die nicht rosten. Eines der Löcher war leer, das andere mit verkrustetem Gewebe verstopft. Die Kugel war offenbar extra dafür angefertigt, eine winzige Menge Gift zu transportieren, bis zu 2 Milligramm.
Sie war so klein, sie wäre vielleicht nie gefunden worden. Sie brachte das Rizin effizient an Ort und Stelle. Das war erfunden worden, um jemanden zu töten. Die Ermittlungsergebnisse brachten die Spezialisten für innere Sicherheit und den Geheimdienst MI5 auf den Plan. Denn alles deutete auf ein politisches Attentat auf britischem Boden hin. Doch wer hatte so einen kaltblütigen Mord in Auftrag gegeben? Auf Markovs Beisetzung mischten sich Geheimagenten unter die Trauernden, in der Hoffnung, Hinweise auf die Täter zu bekommen. Antiterror-Spezialisten durchsuchten Markovs Büro bei der BBC. Dort wurde offensichtlich, warum Markov Ziel eines solchen Angriffs war. In Bulgarien war Markov ein bekannter Schriftsteller und Dramatiker. Sein Ruhm gewährte ihm zwar Wohlstand, aber er war dem Regime gegenüber kritisch eingestellt und setzte sich 1969 in den Westen ab. Ich habe versucht, Kompromisse einzugehen, aber es wurde zu viel. Die ganze Atmosphäre war mir zuwider. In England fand Markov Arbeit bei der BBC und er wirkte bei Radio Freies Europa mit, einem Sender, der Hörer in kommunistischen Ländern mit Nachrichten aus dem Westen versorgte. Er sprach über Themen, die in Bulgarien sozusagen tabu waren. Dinge, über die das Regime schwieg, die die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte. Markovs Berichte wandten sich häufig gegen Bulgariens Diktator. Todor Schivkov hatte das Land eisern im Griff. Ich spüre eine Notwendigkeit, gegen jegliche Autorität zu rebellieren. Wenn man will, dass ich etwas hasse, eine bestimmte Musik oder Sache, muss man mir nur sagen, dass die Behörden es uns aufzwingen wollen. Dann werde ich es nie akzeptieren. In seinen Beiträgen machte Markov auf den luxuriösen Lebensstil der bulgarischen Parteielite aufmerksam, während die Normalbürger Not litten. Bei der bulgarischen Bevölkerung kam Markovs Spott gut an, aber den Führern des Landes war er ein Dorn im Auge. Trotz vieler Warnungen und Drohungen kritisierte Markov die Machthaber unbeirrt weiter. Im Sommer 1977 schließlich wollte Schivkov den Staatsfeind beseitigen. Der Killerauftrag ging an die bulgarische Staatssicherheit, Darshavna Sigurnost. Deren damaliger Leiter war General Wladimir Todorov. Die Behörde hatte enge Beziehungen zum russischen Geheimdienst KGB. Der britische Geheimdienst kannte die Bulgaren als Handlanger des KGB. Sie waren nicht besonders rücksichtsvoll und wurden gerufen, wenn Körpereinsatz gefordert war. Sie führten keine komplexen Geheimdienstoperationen durch, aber eines konnten sie gut: Attentate verüben. Bereits zweimal hatte man versucht, Markov zu töten. Das Regenschirmattentat vom 7. September 1978 in London war der dritte Anlauf. Und ein fragwürdiges Geschenk für den bulgarischen Diktator Schivkov, der an diesem Tag Geburtstag feierte. Ex-Agent Nikolai Chochlow wurde vom KGB ausgebildet und kennt sich aus mit Geheimdienstoperationen. Um jemanden in England zu töten, benötigte man die Zustimmung von ganz oben. Zwei oder drei Operationen dieser Art, dafür bedurfte es Besprechungen mit den höchsten Stellen, deren Billigung und Rückendeckung. Die Nachricht von dem heimtückischen Attentat auf Markov war schnell in den Schlagzeilen. Bulgarische Diplomaten in London leugneten jegliche Verbindung ihres Landes mit dem Vorfall. Sie wiesen Behauptungen, ihre Geheimpolizei sei dafür verantwortlich, als absurd zurück. Doch es gab auch andere Stimmen. In diesem Fall war die Technik erstaunlich raffiniert. Das bedeutet, dass die Geheimdienstoffiziere, die diese Operation planten, jemandem auf höchster Ebene einen Gefallen tun wollten.
Der Mord an einem Dissidenten im Ausland hat eine große Auswirkung und kein Geheimdienst der Welt würde ihn ohne Genehmigung der politischen Führer unternehmen. Der Befehl, Markov zu töten, muss von ganz oben gekommen sein, vom bulgarischen Präsidenten Schiwkow. Die Wahrheit kam aber erst mehr als ein Jahrzehnt später ans Licht. 2 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Ostblocks waren auch in Bulgarien Ermittlungen im Regenschirmmord möglich. Für die Presse immer noch ein Top-Thema. Scotland Yard bestätigte heute, dass sich 2 Beamte der Antiterrordienststelle in Sofia befinden. Man hatte nicht mit so einer großen Kooperationsbereitschaft gerechnet. Könnte diese doch den früheren Führer des kommunistischen Bulgarien auf die Anklagebank bringen wegen Verschwörung zum Mord? Die neue Regierung Bulgariens beschuldigte Schiwkow, den Mord an Markov befohlen und weitere Attentate auf bulgarische Dissidenten zugelassen zu haben. Ich bin froh, dass der Fall endlich zum Abschluss kommt und die Personen, die dieses Verbrechen angeordnet und verübt haben, zur Verantwortung gezogen werden. 1992 wurde General Wladimir Todorov, der frühere Chef des bulgarischen Geheimdienstes, zu 16 Monaten Haft verurteilt, weil er Unterlagen zum Tod von Markov vernichtet hatte. Im Lauf der Geschichte konnten vermutlich viele Mörder ihre Giftcocktails verabreichen und ungestraft davonkommen. Wenn eine Person an Gift stirbt, ist der Nachweis manchmal sehr schwierig. Wurde die Substanz geschluckt, kann sie im Körper umgewandelt werden, so dass man nicht nur nach dieser Substanz suchen muss, sondern auch nach ihren Abbauprodukten. Stirbt die Person sehr schnell, kommt es jedoch kaum zu einem Stoffwechsel. Die Wahl des Giftes entscheidet, ob man den perfekten Mord begeht oder überführt wird. Die Spuren mancher Gifte können den Täter noch viele Jahre nach dem Verbrechen überführen. Heute können wir Leichen, die vor langer Zeit beerdigt wurden, exhumieren, vorhandenes Körpergewebe untersuchen und Spuren von Gift und bestimmten Drogen ausfindig machen. Doch die komplexe Chemie der Gifte macht es vor Gericht oft schwer, die relevanten Vorgänge zu verstehen. Bei einem Prozess ist die wichtigste Rolle eines Toxikologen, neben seinem Expertenwissen, dem Gericht und den Geschworenen zu erklären, was die Wissenschaft leisten kann und was nicht. Wir helfen den Beteiligten zu verstehen, wie die Wissenschaft arbeitet und was die Untersuchungsergebnisse bedeuten. Einer der ersten auf diesem Gebiet war der britische Rechtsmediziner Bernard Spilsbury. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Verurteilung des berüchtigten Arztes Dr. Crippen. Anfang Juli 1910 erschienen Kommissare von Scotland Yard im Haus von Hawley Harvey Cripp, einem amerikanischen Arzt, der in London arbeitete. Die Beamten erkundigten sich nach Crippens Frau Cora, einer Varieté-Künstlerin, die seit mehreren Monaten verschwunden war. Ihr Künstlername war Belle Elmore. Crippen war ein drittklassiger Arzt und sie eine drittklassige Schauspielerin. Was sie und Crippen für ein Verhältnis hatten, ist schwer zu sagen. Sie kamen nicht gut miteinander aus. Sie wurde immer fordernder. Aber er interessierte sich inzwischen mehr für seine Sekretärin. Die Polizei war von Coras Schauspielerfreunden alarmiert worden. Das Ehepaar Nash machte sich Sorgen, wo sie abgeblieben war. Crippen hatte ihnen erzählt, Cora sei nach Amerika zurückgegangen, um eine kranke Verwandte zu pflegen. Dort sei sie an einer Lungenentzündung gestorben. Ein paar Wochen später erschien Crippen mit seiner Sekretärin an seiner Seite auf Wohltätigkeitsbällen. Und sie trug Coras Schmuck und Pelze. Wenn Cora zurück nach Amerika gegangen war, wie Crippen behauptete, warum hatte sie ihre Sachen nicht mitgenommen? Coras Freunde wunderten sich, dass sie ohne ein Wort des Abschieds verreist sein sollte und wandten sich an Scotland Yard. Ein Inspektor, der sich nicht besonders für den Fall interessierte, notierte Coras Namen als Person, die vermisst war und ihren Ehemann verlassen hatte. Crippen sagte dem Beamten, er habe nichts zu verbergen und forderte ihn auf, sein Haus zu durchsuchen.
Er lebte dort inzwischen ganz offen mit seiner Sekretärin. Während Crippen vernommen wurde, änderte er seine Geschichte und sagte aus, Cora habe sich mit einem ihrer vielen Liebhaber nach Amerika abgesetzt. Den amerikanischen Freunden reichte das nicht und sie drängten den Inspektor, nochmal in das Haus zurückzukehren. Zwei Tage später kam der Polizist wieder. Er hatte noch einige Fragen. Doch zu seiner Überraschung fand er das Haus des Arztes leer vor. Auch in seiner Praxis keine Spur von ihm. Der Polizist schöpfte Verdacht und ordnete eine Durchsuchung von Crippens Haus und Garten an. Ein kleiner Kohlenkeller wurde als letztes durchsucht. Als man ein paar Ziegelsteine vom Boden löste, erfüllte plötzlich ein ekelerregender Geruch die Luft. In einer flachen Grube unter einer Kalkschicht lag ein verwesender menschlicher Torso, eingewickelt in einen Schlafanzug. Daneben stieß die Polizei auf ein Haarbüschel und eine Haarspange. War es die Leiche von Cora Crippen? Da Kopf, Arme und Beine fehlten, konnte man sie nicht identifizieren. Scotland Yard stellte sofort einen Suchbefehl für den Arzt aus und bot 250 Pfund als Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme führen. Für die Presse ist es die perfekte Skandalstory. Der Arzt war nach dem ersten Besuch der Polizei offenbar in Panik geraten und wollte von Belgien aus mit dem Schiff nach Kanada fliehen. Doch der Polizeiinspektor ließ sich nicht so schnell entmutigen. Er holte sich Hilfe vom Kapitän des Schiffs. Der kannte die Geschichte aus der Presse und zwei seiner Passagiere kamen ihm verdächtig vor. Sie waren als John Philo Robinson und sein 16-jähriger Sohn gebucht, verhielten sich nach Beobachtung des Kapitäns aber wie ein Liebespaar. Der Kapitän nutzte die junge Erfindung der Telegrafie und schickte ein Telegramm an den Schiffsbesitzer. Der ermittelnde Polizeibeamte fuhr ihnen auf einem viel schnelleren Schiff nach. Es war tagelang die Titelgeschichte. Schafft Crippen es auf die andere Seite des Atlantiks, bevor ihn die Polizei einholen kann. Und tatsächlich, der Polizist traf einen Tag früher in Kanada ein und wartete auf Crippens Ankunft. Das flüchtige Paar wurde festgenommen und zurück nach London verfrachtet. Dort wurde es von einer großen Menschenmenge empfangen. Alle wollten den Kellermörder sehen. Crippen leugnete beharrlich, seine Frau getötet zu haben. Die Ermittler mussten beweisen, dass es Coras Leiche war, die im Keller gefunden wurde. Nun hing alles vom Können des bekannten Rechtsmediziners Bernard Spilsbury ab. Spilsbury hatte ein 25 x 12 cm großes Hautstück zur Verfügung. Darin befand sich eine Operationsnarbe. Zumindest hielt er es dafür. Er untersuchte das Gewebe unter dem Mikroskop und entdeckte Haarfollikel und Hautdrüsen, wie man sie nur in Operationsnarben findet. Er hatte keinen Zweifel daran, dass es sich um eine Narbe handelte, wie sie Cora Crippen am Unterleib besaß. Eine Freundin der Toten sagte, sie habe Cora eines Tages nackt gesehen. Die Narbe am Körper war ihr aufgefallen. Und in der Tat hatte man sie an den Eierstöcken operiert. Dabei bleibt eine Narbe wie diese zurück. Der Toxikologe und Berater des Innenministeriums Sir William Wilcox stellte die Todesursache fest. Der Beweis des Experten Dr. Wilcox war bemerkenswert, wenn man bedenkt, welche Mittel ihm damals zur Verfügung standen. Er vermutete, dass sich im Gewebe der Leiche Hyoscin angereichert hatte, ein giftiges Alkaloid, das man aus einer Pflanze gewinnen konnte. Toxikologe Wilcox gewann aus Geweberesten des Torsos eine gummiartige Substanz, die er dann auf Hyoscin überprüfte.
Träufelt man einen Tropfen dieser Substanz in das Auge einer Katze, erweitert sich die Pupille. Das ist charakteristisch für Hyoscine. Wilcox schätzte, dass sich in den Überresten, die er untersuchen konnte, 25 Milligramm davon befanden. Daraus errechnete er eine Gesamtmenge von 32 Milligramm im ganzen Körper. Und das wäre eine tödliche Dosis Hyoscine. Der Fall Crippen ist wegen der Jagd über den Atlantik eine beliebte Kriminalgeschichte. Wichtig ist er aber vor allem deshalb, weil es einer der ersten Fälle ist, in dem wissenschaftliche Beweise vor Gericht angeführt wurden, die auch die Geschworenen akzeptierten. Der Mordprozess begann im Oktober 1910. Das öffentliche Interesse an dem Fall war riesig und es gab einen nie dagewesenen Andrang vor dem Gerichtssaal. Crippen plädierte auf nicht schuldig und behauptete, er habe keine Ahnung von der Leiche, die in seinem Keller lag. Sein Verteidiger behauptete, die Leiche hätte schon dort sein können, noch bevor er und Cora in das Haus zogen. Pathologe Spilsbury von der Staatsanwaltschaft legte dar, mit welcher klinischen Präzision man die Leiche entsorgt hatte. Er erklärte der Jury, dass Cora Crippens Knochen und Gliedmaßen professionell durchtrennt und vermutlich im Küchenofen verbrannt worden waren. Spilsbury vermutete, dass ihre Organe in einem Säurebad aufgelöst und ihr Kopf von Bord einer Kanalfähre geworfen wurde, als Crippen auf der Flucht nach Belgien war. Obwohl Spilsbury nicht sagen konnte, ob das Stück Haut von einem Mann oder einer Frau stammte, erklärte er den Geschworenen, dass die Unterleibsnarbe zu Coras Krankenakte passte. Er legte der Jury die Beweise in Form einzelner Gewebeteile vor, damit sie sich selbst ein Urteil bilden konnte. Bis dahin hatte man ihr nur Vorträge gehalten. Aber Spilsbury sagte, hier sehen Sie selbst. Dann ging es um Coras Todesursache. Ein Apotheker bestätigte, dass das Gift, von dem Spuren in Coras Körper gefunden worden waren, von ihrem Ehemann gekauft worden war. Er hatte 320 Milligramm von dem Gift bei dem Apotheker bestellt. Crippen holte seine Ware am 19. Januar 1910 ab. Nur 12 Tage später verpfändete er Coras Diamantring und Ohrringe für 80 Pfund. Ein schwerwiegender Indizienbeweis. Crippens Behauptung, dass die Leiche sich bereits im Haus befand, als er 1905 dort einzog, wurde abgeschmettert. Der Kauf des Giftes, die Leiche im Pyjama, die der Arzt nicht erklären kann. Seine Flucht, die Lügen, die er über Coras Verbleib erzählte, dass er seiner Sekretärin sofort ihren Schmuck geschenkt hatte. Alles zusammen war sein Untergang. Die Verhandlung dauerte 5 Tage. Die Geschworenen waren sich schnell einig. Der Angeklagte wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Die Sekretärin, von der Crippen behauptete, sie habe nichts mit Coras Tod zu tun, bekam eine gesonderte Verhandlung. Sie wurde freigesprochen, reiste direkt nach Kanada und verschwand von der Bildfläche. Crippens Gnadengesuch wurde abgelehnt. Winston Churchill, der damals Innenminister war, unterzeichnete den Hinrichtungsbefehl. Crippen wurde am 23. November 1910 hingerichtet. In früheren Zeiten war das Gift Arsen besonders beliebt als Mordwaffe. Es wurde auch das Erbschaftspulver genannt. Eine Prise Arsen im Essen und man kam ganz schnell in den Besitz des Familienvermögens. Arsen. Das Gift der Könige oder Königin der Gifte. Der Durchschnittsmensch hat kein Spezialwissen über Gifte. Er greift zu dem, was wir die Klassiker nennen. Zyankali, Arsen, andere Schwermetalle. Sachen, bei denen auf der Packung im Laden Gift steht. Diese Substanzen sind hochgiftig und können töten. Mit modernen forensischen Methoden sind sie leicht nachzuweisen. Schwieriger ist die Sache mit neuen Giften, die ständig erfunden werden. Bei Verbrechen, Morden und Attentaten mit Gift haben es die Ermittler heute mit immer mehr neuen und exotischen Substanzen zu tun. Sie sind schwer zu identifizieren und Toxikologen rätseln mitunter lange, woran das Opfer gestorben ist.
Kriminelle haben heute Zugang zu Giften, die während des Kalten Krieges von den Geheimdiensten entwickelt wurden. Eines kann auf jede beliebige Oberfläche gesprüht werden. Es wird durch die Haut aufgenommen. Es tötet innerhalb von Stunden. Die dazugehörigen Symptome erinnern an einen Herzinfarkt. Einen Tag nach dem Tod ist das Gift in der Leiche nicht mehr nachzuweisen. So im Fall von Alexander Litwinenko. Dabei kam ein heimtückisches Gift zum Einsatz, das aus Russland stammte. Am 1. November 2006 traf sich Alexander Litwinenko, ein früherer KGB-Agent, mit zwei Kollegen aus den Tagen des sowjetischen Geheimdienstes im Millennium Hotel in London. Andrei Lugovoy und Dmitri Kovtun wollten mit Litwinenko Geschäftliches besprechen. Und noch ein anderer Mann war anwesend, Vyacheslav Sokolenko. Das Treffen wurde von einem gemeinsamen Freund organisiert, dem Exilrussen und Oligarchen Boris Berezovsky. Kurz vor 15 Uhr machte sich Litwinenko dann auf zu einem weiteren Treffen in einem Sushi-Restaurant. Dort wartete Mario Scaramella, ein italienischer Geheimdienstexperte, auf ihn. Scaramella wollte Litwinenko warnen. Er eröffnete ihm, dass sie beide auf der Abschussliste des KGB-Nachfolgers FSB standen, des neuen russischen Sicherheitsdienstes. Scaramella hatte auch Informationen über das Attentat auf die Journalistin und Putin-Gegnerin Anna Politkovskaya. Sie war einen Monat zuvor in Moskau erschossen worden. Litwinenko interessierte sich für die Vorgänge in seiner Ex-Heimat. Nach dem Fall der Mauer entwickelte sich der Ex-KGB-Agent zum Regimekritiker. 1999 wurde er festgenommen. Als er 2000 aus der Haft entlassen wurde, floh er mit Berezovskis Hilfe nach Großbritannien. Dort arbeiteten die beiden gegen das Putin-Regime. Sie wollten darauf aufmerksam machen, dass die Führer Russlands in Verbrechen und Terrorismus verwickelt waren. Sie deuteten an, dass die Bombenanschläge auf Moskauer Wohnungen, bei denen mehrere hundert Menschen starben, oder das Massaker in der Schule von Beslan von diesen Politikern inszeniert worden waren. Dass sie Panik schüren wollten, um so ihre Macht zu sichern. 2002 hatte Litwinenko sein Buch Eiszeit im Kreml veröffentlicht, in dem er Korruption und Machenschaften in Parlament und Geheimdienst anprangerte. Er hatte auch vor, zum Mord an der russischen Journalistin zu recherchieren. Nach seinem Gespräch mit Scaramella traf sich Litwinenko am Abend zum zweiten Mal im Millennium Hotel mit Lugovoy und dessen Geschäftspartner Dmitri Kovtun. Als er in der Nacht nach Hause kam, fühlte er sich krank. Kurz vor Mitternacht wurde ihm übel. Und das ging dann alle 20 Minuten so. Es war beängstigend. Zwei Tage litt er unter Fieber und Magenschmerzen. Dann holte seine besorgte Frau den Notarzt und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte führten eine Reihe von Tests und toxikologischen Untersuchungen durch. Aber sie konnten die Krankheitsursache nicht finden. In den folgenden Tagen verschlechterte sich Litwinenkos Zustand. Er selbst hegte einen Verdacht. Gift galt beim russischen Geheimdienst schon immer als das beliebteste Mittel, um Feinde auszuschalten. So war es zur Zarenzeit und später während der Sowjetherrschaft. Am 11. November berichtete Litwinenko dem russischen Dienst der BBC, dass er nach einer ernsten Vergiftung in sehr schlechter Verfassung sei. Jemand kam auf mich zu und schlug ein Treffen vor. Das Treffen fand in einem Restaurant in London statt. Mir wurden Papiere überreicht, auf denen Namen standen. Vielleicht waren es Personen, die am Mord an Anna Politkovskaya beteiligt waren. Und ein paar Stunden nach dem Treffen wurde mir übel. Am 17. November war Litwinenko schon stark abgemagert. Er litt unter Haarausfall. Die Ärzte verlegten ihn ins Universitätskrankenhaus, wo weitere Untersuchungen vorgenommen wurden. Litwinenko wurde unter Polizeischutz gestellt, da man nun einen Giftanschlag vermutete. Doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Wir bestätigen, dass sich der Zustand von Alexander Litwinenko dramatisch verschlechtert hat. Er befindet sich schwer krank auf der Intensivstation. Litwinenkos Finanzier Berezovsky hatte keinen Zweifel daran, wer hinter dem Giftanschlag steckte.
Sprechen wir offen. Litwinenko hat man politisches Asyl gewährt. Und vor ein paar Monaten wurde er britischer Staatsbürger. Das heißt, es handelte sich um einen Terroranschlag des Kremls gegen einen britischen Bürger. Berezovsky organisierte eine Pressekampagne, um den Fall öffentlich zu machen. Er glaubte, dass Litwinenko in den wenigen Tagen, die ihm noch blieben, den Täter benennen könne. Er verschaffte den Journalisten Zutritt zu ihm. Er sorgte dafür, dass in der Zeitung Fotos erschienen und der Fall größtmögliche Aufmerksamkeit erhielt. Als die britische Bevölkerung merkte, dass es um eine Art Geheimoperation ging, hat man das Putin-Regime offen verurteilt. Moskau reagierte auf die Meldungen, die von den Medien verbreitet wurden. Ein Sprecher des Kreml wies alle Spekulationen über eine russische Beteiligung an Litwinenkos Vergiftung entschieden zurück. Nun begann Scotland Yards Antiterror-Einheit zu den Ursachen der Krankheit zu ermitteln. Die Symptome erinnerten an eine Strahlenvergiftung, doch die Tests führten zu keinem Ergebnis. Proben gingen an das Labor eines britischen Atomwaffenherstellers, wo man schließlich herausfand, was der Auslöser der Krankheit war. Eine radioaktive Substanz namens Polonium-210. Doch für Alexander Litwinenko war es zu spät. Nur 3 Stunden, nachdem man das Gift identifiziert hatte, bekam er einen Herzinfarkt. Er starb am Abend des 23. November 2006. Am nächsten Tag las Alex Goldfarb, ein Vertrauter Litwinenkos, eine Stellungnahme vor, die dieser kurz vor seinem Tod verfasst hatte. Sie werden es vielleicht schaffen, einen Mann zum Schweigen zu bringen. Aber der Protest aus aller Welt, Herr Putin, wird für den Rest des Lebens in Ihren Ohren nachhallen. Litwinenkos Vater äußerte schwere Vorwürfe. Dieses Regime ist eine tödliche Gefahr für die Welt. Sascha kämpfte dagegen, er kannte es. Und das Regime hat ihn erwischt. Präsident Putin reagierte postwendend. Auf einer Pressekonferenz sagte er, Litwinenkos Tod sei eine Tragödie, aber er sehe keinen Beweis dafür, dass er eines gewaltsamen Todes gestorben sei. In Großbritannien führten die polizeilichen Ermittlungen schnell zu Ergebnissen. Spuren von radioaktivem Material wurden in dem Sushi-Restaurant des Hotels gefunden, in dem die ehemaligen Spione ihre Treffen veranstalteten. Außerdem in Litwinenkos Haus in Nordlondon. Das Haus wurde abgeriegelt und gründlich durchsucht. Die Polizei versuchte, alle Personen aufzuspüren, die in den Tagen vor seiner Erkrankung Kontakt zu Litwinenko hatten. Sie wurden auf Anzeichen einer Strahlenerkrankung untersucht. Forensische Toxikologen informierten sich über die Substanz Polonium-210. Das ist kein Mord in der Badewanne. Hierfür braucht man bedeutende Verbindungen, denn hier handelt es sich um Hochleistungskernphysik. Polonium wurde früher für Nuklearprozesse verwendet. Heute benutzt man es in der Fotoindustrie. Polonium stammt fast immer aus Russland. Es ist eine geruchlose, farblose Flüssigkeit, die wie Wasser aussieht und schmeckt. Seine radioaktive Strahlung wird von Sicherheitsscannern am Flughafen nicht erkannt. Das macht es zu einem idealen Mittel für Attentäter. Schon eine kleine Menge kann viele Spuren hinterlassen. Mit der richtigen Ausrüstung machte sich die Polizei auf die Suche. Sie führte zu den 3 Männern, die Litwinenko am Abend seiner Erkrankung getroffen hatte. Killerkommandos des FSB arbeiten in Gruppen zu dritt, sogenannten Troikas. Einer kennt gewöhnlich das Opfer, einer ist verantwortlich für die Ausrüstung und der dritte führt das Attentat aus. Meist ist es nicht derjenige, der das Opfer kennt, damit er nicht in letzter Minute seine Meinung ändert. Die Polizei verdächtigte Andrei Lugovoy, Dmitri Kovtun und Vyacheslav Sokolenko. Man vermutete, dass sie am Transport des Giftes nach London und an dem Anschlag direkt beteiligt waren. Alle 3 Männer hatten Verbindungen zum russischen Sicherheitsdienst, dem FSB.
Dieses Dreierteam kann aus Lugovoy bestanden haben, er kannte Litvinenko, aus Kovtun, der das Attentat ausführte, und aus Sokolenko, der vermutlich verantwortlich war für den Transport des Poloniums 210. Spuren von Polonium wurden an vielen Orten gefunden, die die Männer aufgesucht hatten. Auch in den Flugzeugen, mit denen sie zwischen Moskau, Hamburg und London hin und her geflogen waren. Polonium 210 war in vieler Hinsicht ein perfektes Gift, weil es einen langsamen Tod verursacht. Doch es gab ein Problem. Weder Lugovoy noch Kovtun trauten dem Gift, das man ihnen gegeben hatte. Die Spuren im Flugzeug waren so deutlich, dass man vermutet, sie haben den Behälter, der ihnen überreicht wurde, geöffnet. Vielleicht wollten sie nachsehen, ob es wirklich so geruchlos und sicher war, wie man ihnen versprochen hatte. Und deshalb konnte man ihre Spur so leicht vom Flughafen zum Hotel verfolgen. Gut eine Woche nach seinem Tod wird Litvinenkos Leiche obduziert, unter höchsten Schutzvorkehrungen. Toxikologische Untersuchungen ergaben, dass er zwei separate Dosen Polonium erhalten haben musste. Man vermutete, dass er einmal an der Bar vergiftet wurde, als er die drei zum ersten Mal traf. Vielleicht mit einem Drink. Dann gingen sie in ein Hotelzimmer, um ihr Treffen in kleinerem Rahmen fortzuführen. Vermutlich war das Polonium im Tee, den er dort zu trinken bekam. Die Polizei sicherte eine Tasse an der Bar im Millennium Hotel, in der das Gift höchstwahrscheinlich verabreicht wurde. Am 7. Dezember 2006 wurde Litvinenko in London beigesetzt. Sein Sarg ist strahlensicher, damit die Bevölkerung vor dem Polonium geschützt ist. Die ihm verabreichte Dosis hatte einen Marktwert von 6 Millionen Euro. Ende November leitete Scotland Yard offiziell Ermittlungen wegen Mordes ein. Es ließ sich beweisen, dass Lugovoy und Kovtun in West-London eine nicht zu übersehende Poloniumspur hinterlassen hatten. Aber nicht, dass sie das Gift auch verabreicht hatten. Was könnte ihr Motiv gewesen sein, Litvinenko auszuschalten? Die britische Polizei beantragte eine Auslieferung Lugovois und Kovtuns zur Befragung. Aber Russland weigerte sich mit der Begründung, ihre Verfassung lasse es nicht zu. Sie erlaubten den Briten, Lugovoy in Moskau zu verhören. Aber der wich den Fragen aus. Man konnte keine weiteren Beweise auftreiben, also war es nicht möglich, ihn anzuklagen. Obwohl bekannt ist, wer die Attentäter sind, ist bis heute keine Anklage im Fall Litvinenko erhoben worden. Am 31. Mai 2007 hielt Lugovoy eine Pressekonferenz in Moskau ab. Er wies Behauptungen zurück, Putin wäre in den Mord an Litvinenko verwickelt. Außerdem sagte er, Litvinenko habe für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 gearbeitet und versucht, ihn anzuwerben, um belastendes Material über Präsident Putin zu beschaffen. Lugovoy lenkte zudem den Verdacht auf den britischen MI6, die russische Mafia und Litvinenkos Förderer, den in London lebenden Oligarchen und Putin-Gegner Boris Berezovsky. Das Attentat auf Litvinenko brachte Putin in große politische Verlegenheit. Genau das, was er vermeiden wollte. Wenn Putin wirklich ein Attentat in Großbritannien verüben wollte, hätte er Berezovsky ausgeschaltet. Warum den Bauern nehmen, wenn man den König haben kann? Im Fall Litvinenko wussten die Mörder, dass die Poloniumspur die russische Regierung in Bedrängnis bringen würde. Ein besonders geheimnisvoller Fall der Kriminalgeschichte. Bis heute. Gift gilt schon seit jeher als sauberste Art, jemanden umzubringen. Es ist als Mordwaffe nur schwer nachzuweisen. Und der Umgang mit Gift ist auch noch denkbar einfach. Taugt es deswegen für den perfekten Mord? Symptome einer Vergiftung können denen schwerer Krankheiten ähneln. Der Verdacht fällt nicht so schnell auf Mord. Doch um die moderne Rechtsmedizin hinters Licht zu führen, muss man sehr raffiniert vorgehen. Allerdings tauchen immer wieder neue chemische Substanzen auf, die zunächst schwer zu ermitteln und nachzuweisen sind. Hat jemand eine tödliche Dosis eines exotischen Giftes erhalten, greifen unsere Routineprüfungen nicht. Manchmal müssen wir viel Detektivarbeit leisten,
und sehr raffinierte Wirkstoffanalysen machen, um festzustellen, welche Substanzen sich im Körper eines Opfers befinden. Drei historische Fälle. Das Attentat auf den bulgarischen Dissidenten Georgi Markov mit einer Waffe, die aus einem Spionageroman stammen könnte. Der Londoner Arzt Dr. Crippen vergiftete seine Frau und wollte fliehen. Ein Fall, der mit Hilfe der Chemie gelöst werden konnte. Der politische Mord an Regimekritiker Alexander Litwinenko mit einem Gift, das eine radioaktive Spur quer durch London zog. Seit Jahrhunderten wird Gift benutzt, um Menschen zu töten oder hinzurichten und um Ärzte und Ermittler bei Verbrechen hinters Licht zu führen. Doch seit die moderne Medizin in der Lage ist, kleinste Spuren eines Giftes nachzuweisen, bleiben solche Morde nicht mehr unentdeckt. Dem Verbrechen auf der Spur. Spektakuläre Kriminalfälle der Geschichte. Gelöst mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden. Die Toxikologie befasst sich mit den gesundheitsschädlichen Auswirkungen chemischer Substanzen, besonders von Giftstoffen, auf Lebewesen. Toxikologische Spezialisten spüren Gifte auf und beschäftigen sich mit der Behandlung von Vergiftungen. Im weitesten Sinn ist forensische Toxikologie die Analyse von Gewebe und manchmal Lebensmittelproben mit dem Ziel, Medikamente, Drogen und Gifte zu finden. Aber sie beschäftigt sich auch mit den Auswirkungen bestimmter Substanzen auf das menschliche Verhalten. Heutzutage werden ständig neue chemische Substanzen entwickelt und Toxikologen arbeiten eng mit Rechtsmedizinern zusammen, etwa bei der Obduktion von Opfern eines Giftmordes. Wir assistieren Leichenbeschauern und Rechtsmedizinern bei der Suche nach den Todesursachen, wenn Drogen oder Gifte im Spiel sind. Wir ermitteln bei Vergiftungsfällen und Verbrechen, bei denen das Opfer unter Drogen gesetzt wurde, etwa durch ein heimlich präpariertes Getränk. Entscheidend dabei, um welche Substanz handelt es sich und wie hoch war die Dosis. Keine Autopsie ist komplett ohne toxikologischen Bericht. Wir suchen nach Medikamenten und illegalen Drogen, die vielleicht in einer Überdosis verabreicht wurden. Bei einem Drogentest wird eine Reihe von Untersuchungen vorgenommen, um zu bestimmen, welche Substanzen im Körper vorhanden sind und auch wie viel davon. Gift als Mordwaffe spielt häufig eine Rolle bei politischen Attentaten. Zu allen Zeiten verwendeten es Diktatoren und Politiker, die mit Gewalt an der Macht bleiben oder Regimekritiker ausschalten wollten. In den früheren Ostblockstaaten hatte die Geheimpolizei den Ruf, vor Giftmorden nicht zurückzuschrecken. Die Sowjetunion stellte Feinden auch im Ausland nach. Gift verschleiert die Todesursache. Oft ist es ein sehr schmerzhafter Tod. Für einen Giftmord braucht der Täter keine körperliche Kraft und zurück bleibt ein sauberer Tatort. Das passt zur geheimen Welt der Spionage. Ein Attentat richtet sich nicht nur gegen das Opfer. Man will auch Angst verbreiten, etwa unter den sowjetischen Emigranten im Ausland. Alle sollen wissen, dass man sie jederzeit kriegen kann, wenn sie das Sowjetregime weiter kritisieren. Am 7. September 1978 parkte der bulgarische Schriftsteller, Rundfunksprecher und Dissident Georgi Markov sein Auto auf der Südseite der Londoner Waterloo-Brücke. Er ging die Treppen hoch zur Straße. Dort wollte er den Bus zum BBC-Radiobüro auf der anderen Seite der Themse nehmen. Als er sich der Bushaltestelle näherte, spürte Markov einen Stich hinten an seinem Bein. Er drehte sich um und sah, dass er von einem Regenschirm getroffen worden war. Der Besitzer des Schirms, von dem keine vollständige Beschreibung existiert, entschuldigte sich, stieg in ein Taxi und verschwand. Markovs Bein schmerzte, aber er ging trotzdem zur Arbeit. Später am Nachmittag klagte Markov, er fühle sich krank und gehe nach Hause. Er bekam hohes Fieber. Sein Zustand verschlechterte sich rasant und seine besorgte Frau Anna rief den Notarzt.
Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte seine Beschwerden für Symptome einer Blutvergiftung hielten. Markovs Temperatur und sein Blutdruck sanken, doch sein Puls lag bei 160. Die Zahl seiner weißen Blutkörperchen stieg auf das Dreifache des normalen Werts. Die Ärzte diagnostizierten eine Sepsis und verschrieben eine hohe Dosis Antibiotika. Als ich zu Georgi kam, lag er im Sterben. Ich konnte es sehen. Und ich weiß, dass man Sterbende manchmal zurückholen kann, wenn sie wirklich leben wollen. Und er wollte leben. Er wollte nicht sterben. Doch Markov sprach auf keine Behandlung an und die Ärzte mussten hilflos zusehen, wie ihn die Kräfte verließen. Ich sagte zu ihm, du musst kämpfen für Sascha und mich. Und er sagte ja. Dann sah ich, wie die Lebenszeichen auf dem Monitor immer schwächer wurden. Ich rannte aus dem Zimmer, um Hilfe zu holen. Und kurze Zeit später starb er. Das plötzliche Auftreten und der heftige Verlauf von Markovs Krankheit waren ungewöhnlich. Dies und seine seltsame Begegnung an der Waterloo-Brücke ließ die Rechtsmediziner aufhorchen. Was sie entdeckten, schien direkt aus einem James-Bond-Film zu stammen. Auf der Röntgenaufnahme von Markovs Bein war an der Stelle, wo man ihn mit dem Schirm gestochen hatte, ein kreisrunder, entzündeter Bereich sichtbar. Markovs Leiche wurde obduziert und man fand eine winzige, 2 mm große Kugel im Bein. Wie sie dorthin kam, war ein Rätsel. Man fand den Einstich hinten am Bein, aber was hatte er mit dem Kügelchen zu tun? Die winzige Kugel wurde zusammen mit Gewebeproben ins Biowaffenabwehrlabor geschickt. Und dort fand man schließlich die Erklärung für Markovs geheimnisvolle Krankheit. Eine genaue Untersuchung der Haut im Umkreis des Einstichs ergab, die Kugel enthielt ein seltenes, hochgefährliches Gift namens Rizin, ein Protein der Rizinusstaude. Rizin ist in kleinsten Mengen tödlich, gefährlicher als das Gift der Kobra. Und damals gab es kein Gegenmittel. Ein paar Gramm davon können tausende Menschen töten. Man benötigt nur eine äußerst geringe Dosis, um eine tödliche Wirkung zu erzielen. Und Markovs Symptome schienen zu passen. Einer der führenden britischen Experten für Gifte und chemische Kampfstoffe leitete die Untersuchung. Die tödliche Dosis für Mensch und Tier liegt, soweit wir wissen, bei einer Größenordnung von einem Mikrogramm. Es ist schwierig, das für Laien verständlich auszudrücken. Das ist etwa ein Tausendstel einer Prise Salz, und zwar pro Kilogramm Körpergewicht. Ein Mensch wiegt ungefähr 70 Kilogramm, also ist bereits eine sehr winzige Prise für einen Menschen tödlich. Rizin hindert die Zellen an der Produktion lebenswichtiger Eiweiße, sodass sie absterben. Starke innere Blutungen und multiples Organversagen führen zum Tod. Die Kugel, die nur einen Durchmesser von 1,52 mm aufwies, wurde dann auch im Polizeilabor untersucht. Die Kugel besaß zwei Hohlräume, die rechtwinklig zueinander liefen. Das zu bohren muss sehr schwierig gewesen sein bei so einem winzigen Objekt aus Platin und Iridium, zwei Metallen, die nicht rosten. Eines der Löcher war leer, das andere mit verkrustetem Gewebe verstopft. Die Kugel war offenbar extra dafür angefertigt, eine winzige Menge Gift zu transportieren, bis zu 2 Milligramm. Sie war so klein, sie wäre vielleicht nie gefunden worden. Sie brachte das Rizin effizient an Ort und Stelle. Das war erfunden worden, um jemanden zu töten. Die Ermittlungsergebnisse brachten die Spezialisten für innere Sicherheit und den Geheimdienst MI5 auf den Plan. Denn alles deutete auf ein politisches Attentat auf britischem Boden hin. Doch wer hatte so einen kaltblütigen Mord in Auftrag gegeben? Auf Markovs Beisetzung mischten sich Geheimagenten unter die Trauernden, in der Hoffnung, Hinweise auf die Täter zu bekommen. Antiterror-Spezialisten durchsuchten Markovs Büro bei der BBC. Dort wurde offensichtlich, warum Markov Ziel eines solchen Angriffs war.
In Bulgarien war Markov ein bekannter Schriftsteller und Dramatiker. Sein Ruhm gewährte ihm zwar Wohlstand, aber er war dem Regime gegenüber kritisch eingestellt und setzte sich 1969 in den Westen ab. Ich habe versucht, Kompromisse einzugehen, aber es wurde zu viel. Die ganze Atmosphäre war mir zuwider. In England fand Markov Arbeit bei der BBC und er wirkte bei Radio Freies Europa mit, einem Sender, der Hörer in kommunistischen Ländern mit Nachrichten aus dem Westen versorgte. Er sprach über Themen, die in Bulgarien sozusagen tabu waren. Dinge, über die das Regime schwieg, die die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte. Markovs Berichte wandten sich häufig gegen Bulgariens Diktator. Todor Schiwkow hatte das Land eisern im Griff. Ich spüre eine Notwendigkeit, gegen jegliche Autorität zu rebellieren. Wenn man will, dass ich etwas hasse, eine bestimmte Musik oder Sache, muss man mir nur sagen, dass die Behörden es uns aufzwingen wollen. Dann werde ich es nie akzeptieren. In seinen Beiträgen machte Markov auf den luxuriösen Lebensstil der bulgarischen Parteielite aufmerksam, während die Normalbürger Not litten. Bei der bulgarischen Bevölkerung kam Markovs Spott gut an, aber den Führern des Landes war er ein Dorn im Auge. Trotz vieler Warnungen und Drohungen kritisierte Markov die Machthaber unbeirrt weiter. Im Sommer 1977 schließlich wollte Schiwkow den Staatsfeind beseitigen. Der Killerauftrag ging an die bulgarische Staatssicherheit, Darshavna Sigurnost. Deren damaliger Leiter war General Wladimir Todorov. Die Behörde hatte enge Beziehungen zum russischen Geheimdienst KGB. Der britische Geheimdienst kannte die Bulgaren als Handlanger des KGB. Sie waren nicht besonders rücksichtsvoll und wurden gerufen, wenn Körpereinsatz gefordert war. Sie führten keine komplexen Geheimdienstoperationen durch, aber eines konnten sie gut: Attentate verüben. Bereits zweimal hatte man versucht, Markov zu töten. Das Regenschirmattentat vom 7. September 1978 in London war der dritte Anlauf. Und ein fragwürdiges Geschenk für den bulgarischen Diktator Schiwkow, der an diesem Tag Geburtstag feierte. Ex-Agent Nikolai Chochlow wurde vom KGB ausgebildet und kennt sich aus mit Geheimdienstoperationen. Um jemanden in England zu töten, benötigte man die Zustimmung von ganz oben. Zwei oder drei Operationen dieser Art, dafür bedurfte es Besprechungen mit den höchsten Stellen, deren Billigung und Rückendeckung. Die Nachricht von dem heimtückischen Attentat auf Markov war schnell in den Schlagzeilen. Bulgarische Diplomaten in London leugneten jegliche Verbindung ihres Landes mit dem Vorfall. Sie wiesen Behauptungen, ihre Geheimpolizei sei dafür verantwortlich, als absurd zurück. Doch es gab auch andere Stimmen. In diesem Fall war die Technik erstaunlich raffiniert. Das bedeutet, dass die Geheimdienstoffiziere, die diese Operation planten, jemandem auf höchster Ebene einen Gefallen tun wollten. Der Mord an einem Dissidenten im Ausland hat eine große Auswirkung. Und kein Geheimdienst der Welt würde ihn ohne Genehmigung der politischen Führer unternehmen. Der Befehl, Markov zu töten, muss von ganz oben gekommen sein, vom bulgarischen Präsidenten Schiwkow. Die Wahrheit kam aber erst mehr als ein Jahrzehnt später ans Licht. Zwei Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Ostblocks waren auch in Bulgarien Ermittlungen im Regenschirmmord möglich. Für die Presse immer noch ein Top-Thema. Scotland Yard bestätigte heute, dass sich zwei Beamte der Antiterrordienststelle in Sofia befinden. Man hatte nicht mit so einer großen Kooperationsbereitschaft gerechnet. Könnte diese doch den früheren Führer des kommunistischen Bulgarien auf die Anklagebank bringen wegen Verschwörung zum Mord?
Die neue Regierung Bulgariens beschuldigte Schivkov, den Mord an Markov befohlen und weitere Attentate auf bulgarische Dissidenten zugelassen zu haben. Ich bin froh, dass der Fall endlich zum Abschluss kommt und die Personen, die dieses Verbrechen angeordnet und verübt haben, zur Verantwortung gezogen werden. 1992 wurde General Wladimir Todorov, der frühere Chef des bulgarischen Geheimdienstes, zu 16 Monaten Haft verurteilt, weil er Unterlagen zum Tod von Markov vernichtet hatte. Im Lauf der Geschichte konnten vermutlich viele Mörder ihre Giftcocktails verabreichen und ungestraft davonkommen. Wenn eine Person an Gift stirbt, ist der Nachweis manchmal sehr schwierig. Wurde die Substanz geschluckt, kann sie im Körper umgewandelt werden, so dass man nicht nur nach dieser Substanz suchen muss, sondern auch nach ihren Abbauprodukten. Stirbt die Person sehr schnell, kommt es jedoch kaum zu einem Stoffwechsel. Die Wahl des Giftes entscheidet, ob man den perfekten Mord begeht oder überführt wird. Die Spuren mancher Gifte können den Täter noch viele Jahre nach dem Verbrechen überführen. Heute können wir Leichen, die vor langer Zeit beerdigt wurden, exhumieren, vorhandenes Körpergewebe untersuchen und Spuren von Gift und bestimmten Drogen ausfindig machen. Doch die komplexe Chemie der Gifte macht es vor Gericht oft schwer, die relevanten Vorgänge zu verstehen. Bei einem Prozess ist die wichtigste Rolle eines Toxikologen, neben seinem Expertenwissen, dem Gericht und den Geschworenen zu erklären, was die Wissenschaft leisten kann und was nicht. Wir helfen den Beteiligten zu verstehen, wie die Wissenschaft arbeitet und was die Untersuchungsergebnisse bedeuten. Einer der ersten auf diesem Gebiet war der britische Rechtsmediziner Bernard Spilsbury. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Verurteilung des berüchtigten Arztes Dr. Crippen. Anfang Juli 1910 erschienen Kommissare von Scotland Yard im Haus von Hawley Harvey Cripp, einem amerikanischen Arzt, der in London arbeitete. Die Beamten erkundigten sich nach Crippens Frau Cora, einer Varieté-Künstlerin, die seit mehreren Monaten verschwunden war. Ihr Künstlername war Belle Elmore. Crippen war ein drittklassiger Arzt und sie eine drittklassige Schauspielerin. Was sie und Crippen für ein Verhältnis hatten, ist schwer zu sagen. Sie kamen nicht gut miteinander aus. Sie wurde immer fordernder. Aber er interessierte sich inzwischen mehr für seine Sekretärin. Die Polizei war von Coras Schauspielerfreunden alarmiert worden. Das Ehepaar Nash machte sich Sorgen, wo sie abgeblieben war. Crippen hatte ihnen erzählt, Cora sei nach Amerika zurückgegangen, um eine kranke Verwandte zu pflegen. Dort sei sie an einer Lungenentzündung gestorben. Ein paar Wochen später erschien Crippen mit seiner Sekretärin an seiner Seite auf Wohltätigkeitsbällen. Und sie trug Coras Schmuck und Pelze. Wenn Cora zurück nach Amerika gegangen war, wie Crippen behauptete, warum hatte sie ihre Sachen nicht mitgenommen? Coras Freunde wunderten sich, dass sie ohne ein Wort des Abschieds verreist sein sollte und wandten sich an Scotland Yard. Ein Inspektor, der sich nicht besonders für den Fall interessierte, notierte Coras Namen als Person, die vermisst war und ihren Ehemann verlassen hatte. Crippen sagte dem Beamten, er habe nichts zu verbergen und forderte ihn auf, sein Haus zu durchsuchen. Er lebte dort inzwischen ganz offen mit seiner Sekretärin. Während Crippen vernommen wurde, änderte er seine Geschichte und sagte aus, Cora habe sich mit einem ihrer vielen Liebhaber nach Amerika abgesetzt. Den amerikanischen Freunden reichte das nicht und sie drängten den Inspektor, nochmal in das Haus zurückzukehren. Zwei Tage später kam der Polizist wieder. Er hatte noch einige Fragen. Doch zu seiner Überraschung fand er das Haus des Arztes leer vor. Auch in seiner Praxis keine Spur von ihm. Der Polizist schöpfte Verdacht und ordnete eine Durchsuchung von Crippens Haus und Garten an.
Ein kleiner Kohlenkeller wurde als letztes durchsucht. Als man ein paar Ziegelsteine vom Boden löste, erfüllte plötzlich ein ekelerregender Geruch die Luft. In einer flachen Grube unter einer Kalkschicht lag ein verwesender menschlicher Torso, eingewickelt in einen Schlafanzug. Daneben stieß die Polizei auf ein Haarbüschel und eine Haarspange. War es die Leiche von Cora Crippen? Da Kopf, Arme und Beine fehlten, konnte man sie nicht identifizieren. Scotland Yard stellte sofort einen Suchbefehl für den Arzt aus und bot 250 Pfund als Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme führen. Für die Presse ist es die perfekte Skandalstory. Der Arzt war nach dem ersten Besuch der Polizei offenbar in Panik geraten und wollte von Belgien aus mit dem Schiff nach Kanada fliehen. Doch der Polizeiinspektor ließ sich nicht so schnell entmutigen. Er holte sich Hilfe vom Kapitän des Schiffs. Der kannte die Geschichte aus der Presse und zwei seiner Passagiere kamen ihm verdächtig vor. Sie waren als John Philo Robinson und sein 16-jähriger Sohn gebucht, verhielten sich nach Beobachtungen des Kapitäns aber wie ein Liebespaar. Der Kapitän nutzte die junge Erfindung der Telegrafie und schickte ein Telegramm an den Schiffsbesitzer. Der ermittelnde Polizeibeamte fuhr ihnen auf einem viel schnelleren Schiff nach. Es war tagelang die Titelgeschichte. Schafft Crippen es auf die andere Seite des Atlantiks, bevor ihn die Polizei einholen kann? Und tatsächlich, der Polizist traf einen Tag früher in Kanada ein und wartete auf Crippens Ankunft. Das flüchtige Paar wurde festgenommen und zurück nach London verfrachtet. Dort wurde es von einer großen Menschenmenge empfangen. Alle wollten den Kellermörder sehen. Crippen leugnete beharrlich, seine Frau getötet zu haben. Die Ermittler mussten beweisen, dass es Coras Leiche war, die im Keller gefunden wurde. Nun hing alles vom Können des bekannten Rechtsmediziners Bernard Spilsbury ab. Spilsbury hatte ein 25 x 12 cm großes Hautstück zur Verfügung. Darin befand sich eine Operationsnarbe. Zumindest hielt er es dafür. Er untersuchte das Gewebe unter dem Mikroskop und entdeckte Haarfollikel und Hautdrüsen, wie man sie nur in Operationsnarben findet. Er hatte keinen Zweifel daran, dass es sich um eine Narbe handelte, wie sie Cora Crippen am Unterleib besaß. Eine Freundin der Toten sagte, sie habe Cora eines Tages nackt gesehen. Die Narbe am Körper war ihr aufgefallen. Und in der Tat hatte man sie an den Eierstöcken operiert. Dabei bleibt eine Narbe wie diese zurück. Der Toxikologe und Berater des Innenministeriums Sir William Wilcox stellte die Todesursache fest. Der Beweis des Experten Dr. Wilcox war bemerkenswert, wenn man bedenkt, welche Mittel ihm damals zur Verfügung standen. Er vermutete, dass sich im Gewebe der Leiche Hyoscin angereichert hatte, ein giftiges Alkaloid, das man aus einer Pflanze gewinnen konnte. Toxikologe Wilcox gewann aus Geweberesten des Torsos eine gummiartige Substanz, die er dann auf Hyoscin überprüfte. Träufelt man einen Tropfen dieser Substanz in das Auge einer Katze, erweitert sich die Pupille. Das ist charakteristisch für Hyoscin. Wilcox schätzte, dass sich in den Überresten, die er untersuchen konnte, 25 Milligramm davon befanden. Daraus errechnete er eine Gesamtmenge von 32 Milligramm im ganzen Körper. Und das wäre eine tödliche Dosis Hyoscin. Der Fall Crippen ist wegen der Jagd über den Atlantik eine beliebte Kriminalgeschichte. Wichtig ist er aber vor allem deshalb, weil es einer der ersten Fälle ist, in dem wissenschaftliche Beweise vor Gericht angeführt wurden, die auch die Geschworenen akzeptierten. Der Mordprozess begann im Oktober 1910. Das öffentliche Interesse an dem Fall war riesig und es gab einen nie dagewesenen Andrang vor dem Gerichtssaal.
Crippen plädierte auf nicht schuldig und behauptete, er habe keine Ahnung von der Leiche, die in seinem Keller lag. Sein Verteidiger behauptete, die Leiche hätte schon dort sein können, noch bevor er und Cora in das Haus zogen. Pathologe Spilsbury von der Staatsanwaltschaft legte dar, mit welcher klinischen Präzision man die Leiche entsorgt hatte. Er erklärte der Jury, dass Cora Crippens Knochen und Gliedmaßen professionell durchtrennt und vermutlich im Küchenofen verbrannt worden waren. Spilsbury vermutete, dass ihre Organe in einem Säurebad aufgelöst und ihr Kopf von Bord einer Kanalfähre geworfen wurde, als Crippen auf der Flucht nach Belgien war. Obwohl Spilsbury nicht sagen konnte, ob das Stück Haut von einem Mann oder einer Frau stammte, erklärte er den Geschworenen, dass die Unterleibsnarbe zu Coras Krankenakte passte. Er legte der Jury die Beweise in Form einzelner Gewebeteile vor, damit sie sich selbst ein Urteil bilden konnte. Bis dahin hatte man ihr nur Vorträge gehalten. Aber Spilsbury sagte, hier sehen Sie selbst. Dann ging es um Coras Todesursache. Ein Apotheker bestätigte, dass das Gift, von dem Spuren in Coras Körper gefunden worden waren, von ihrem Ehemann gekauft worden war. Er hatte 320 Milligramm von dem Gift bei dem Apotheker bestellt. Crippen holte seine Ware am 19. Januar 1910 ab. Nur 12 Tage später verpfändete er Coras Diamantring und Ohrringe für 80 Pfund. Ein schwerwiegender Indizienbeweis. Crippens Behauptung, dass die Leiche sich bereits im Haus befand, als er 1905 dort einzog, wurde abgeschmettert. Der Kauf des Giftes, die Leiche im Pyjama, die der Arzt nicht erklären kann. Seine Flucht, die Lügen, die er über Coras Verbleib erzählte, dass er seiner Sekretärin sofort ihren Schmuck geschenkt hatte. Alles zusammen war sein Untergang. Die Verhandlung dauerte 5 Tage. Die Geschworenen waren sich schnell einig. Der Angeklagte wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Die Sekretärin, von der Crippen behauptete, sie habe nichts mit Coras Tod zu tun, bekam eine gesonderte Verhandlung. Sie wurde freigesprochen, reiste direkt nach Kanada und verschwand von der Bildfläche. Crippens Gnadengesuch wurde abgelehnt. Winston Churchill, der damals Innenminister war, unterzeichnete den Hinrichtungsbefehl. Crippen wurde am 23. November 1910 hingerichtet. In früheren Zeiten war das Gift Arsen besonders beliebt als Mordwaffe. Es wurde auch das Erbschaftspulver genannt. Eine Prise Arsen im Essen und man kam ganz schnell in den Besitz des Familienvermögens. Arsen, das Gift der Könige oder Königin der Gifte. Der Durchschnittsmensch hat kein Spezialwissen über Gifte. Er greift zu dem, was wir die Klassiker nennen. Zyankali, Arsen, andere Schwermetalle. Sachen, bei denen auf der Packung im Laden Gift steht. Diese Substanzen sind hochgiftig und können töten. Mit modernen forensischen Methoden sind sie leicht nachzuweisen. Schwieriger ist die Sache mit neuen Giften, die ständig erfunden werden. Bei Verbrechen, Morden und Attentaten mit Gift haben es die Ermittler heute mit immer mehr neuen und exotischen Substanzen zu tun. Sie sind schwer zu identifizieren und Toxikologen rätseln mitunter lange, woran das Opfer gestorben ist. Kriminelle haben heute Zugang zu Giften, die während des Kalten Krieges von den Geheimdiensten entwickelt wurden. Eines kann auf jede beliebige Oberfläche gesprüht werden. Es wird durch die Haut aufgenommen. Es tötet innerhalb von Stunden. Die dazugehörigen Symptome erinnern an einen Herzinfarkt. Einen Tag nach dem Tod ist das Gift in der Leiche nicht mehr nachzuweisen. So im Fall von Alexander Litwinenko. Dabei kam ein heimtückisches Gift zum Einsatz, das aus Russland stammte. Am 1. November 2006 traf sich Alexander Litwinenko, ein früherer KGB-Agent, mit 2 Kollegen aus den Tagen des sowjetischen Geheimdienstes im Millennium Hotel in London. Andrei Lugovoy und Dmitri Kovtun wollten mit Litwinenko Geschäftliches besprechen. Und noch ein anderer Mann war anwesend. Vyacheslav Sokolenko.
Das Treffen wurde von einem gemeinsamen Freund organisiert, dem Exilrussen und Oligarchen Boris Berezovsky. Kurz vor 15 Uhr machte sich Litwinenko dann auf zu einem weiteren Treffen in einem Sushi-Restaurant. Dort wartete Mario Scaramella, ein italienischer Geheimdienstexperte, auf ihn. Scaramella wollte Litwinenko warnen. Er eröffnete ihm, dass sie beide auf der Abschussliste des KGB-Nachfolgers FSB standen, des neuen russischen Sicherheitsdienstes. Scaramella hatte auch Informationen über das Attentat auf die Journalistin und Putin-Gegnerin Anna Politkovskaya. Sie war einen Monat zuvor in Moskau erschossen worden. Litwinenko interessierte sich für die Vorgänge in seiner Ex-Heimat. Nach dem Fall der Mauer entwickelte sich der Ex-KGB-Agent zum Regimekritiker. 1999 wurde er festgenommen. Als er 2000 aus der Haft entlassen wurde, floh er mit Berezovskis Hilfe nach Großbritannien. Dort arbeiteten die beiden gegen das Putin-Regime. Sie wollten darauf aufmerksam machen, dass die Führer Russlands in Verbrechen und Terrorismus verwickelt waren. Sie deuteten an, dass die Bombenanschläge auf Moskauer Wohnungen, bei denen mehrere hundert Menschen starben, oder das Massaker in der Schule von Beslan von diesen Politikern inszeniert worden waren, dass sie Panik schüren wollten, um so ihre Macht zu sichern. 2002 hatte Litwinenko sein Buch Eiszeit im Kreml veröffentlicht, in dem er Korruption und Machenschaften in Parlament und Geheimdienst anprangerte. Er hatte auch vor, zum Mord an der russischen Journalistin zu recherchieren. Nach seinem Gespräch mit Scaramella traf sich Litwinenko am Abend zum zweiten Mal im Millennium Hotel mit Lugovoy und dessen Geschäftspartner Dmitri Kovtun. Als er in der Nacht nach Hause kam, fühlte er sich krank. Kurz vor Mitternacht wurde ihm übel. Und das ging dann alle 20 Minuten so. Es war beängstigend. Zwei Tage litt er unter Fieber und Magenschmerzen. Dann holte seine besorgte Frau den Notarzt und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte führten eine Reihe von Tests und toxikologischen Untersuchungen durch. Aber sie konnten die Krankheitsursache nicht finden. In den folgenden Tagen verschlechterte sich Litwinenkos Zustand. Er selbst hegte einen Verdacht. Gift galt beim russischen Geheimdienst schon immer als das beliebteste Mittel, um Feinde auszuschalten. So war es zur Zarenzeit und später während der Sowjetherrschaft. Am 11. November berichtete Litwinenko dem russischen Dienst der BBC, dass er nach einer ernsten Vergiftung in sehr schlechter Verfassung sei. Jemand kam auf mich zu und schlug ein Treffen vor. Das Treffen fand in einem Restaurant in London statt. Mir wurden Papiere überreicht, auf denen Namen standen. Vielleicht waren es Personen, die am Mord an Anna Politkovskaya beteiligt waren. Und ein paar Stunden nach dem Treffen wurde mir übel. Am 17. November war Litwinenko schon stark abgemagert. Er litt unter Haarausfall. Die Ärzte verlegten ihn ins Universitätskrankenhaus, wo weitere Untersuchungen vorgenommen wurden. Litwinenko wurde unter Polizeischutz gestellt, da man nun einen Giftanschlag vermutete. Doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Wir bestätigen, dass sich der Zustand von Alexander Litwinenko dramatisch verschlechtert hat. Er befindet sich schwer krank auf der Intensivstation. Litwinenkos Finanzier Berezovsky hatte keinen Zweifel daran, wer hinter dem Giftanschlag steckte. Sprechen wir offen. Litwinenko hat man politisches Asyl gewährt. Und vor ein paar Monaten wurde er britischer Staatsbürger. Das heißt, es handelte sich um einen Terroranschlag des Kremls gegen einen britischen Bürger. Berezovsky organisierte eine Pressekampagne, um den Fall öffentlich zu machen. Er glaubte, dass Litwinenko in den wenigen Tagen, die ihm noch blieben, den Täter benennen könne. Er verschaffte den Journalisten Zutritt zu ihm. Er sorgte dafür, dass in der Zeitung Fotos erschienen und der Fall größtmögliche Aufmerksamkeit erhielt. Als die britische Bevölkerung merkte, dass es um eine Art Geheimoperation ging, hat man das Putin-Regime offen verurteilt. Moskau reagierte auf die Meldungen, die von den Medien verbreitet wurden.
Ein Sprecher des Kreml wies alle Spekulationen über eine russische Beteiligung an Litwinenkos Vergiftung entschieden zurück. Nun begann Scotland Yards Antiterror-Einheit zu den Ursachen der Krankheit zu ermitteln. Die Symptome erinnerten an eine Strahlenvergiftung, doch die Tests führten zu keinem Ergebnis. Proben gingen an das Labor eines britischen Atomwaffenherstellers, wo man schließlich herausfand, was der Auslöser der Krankheit war. Eine radioaktive Substanz namens Polonium-210. Doch für Alexander Litwinenko war es zu spät. Nur 3 Stunden, nachdem man das Gift identifiziert hatte, bekam er einen Herzinfarkt. Er starb am Abend des 23. November 2006. Am nächsten Tag las Alex Goldfarb, ein Vertrauter Litwinenkos, eine Stellungnahme vor, die dieser kurz vor seinem Tod verfasst hatte. Sie werden es vielleicht schaffen, einen Mann zum Schweigen zu bringen. Aber der Protest aus aller Welt, Herr Putin, wird für den Rest des Lebens in Ihren Ohren nachhallen. Litwinenkos Vater äußerte schwere Vorwürfe. Dieses Regime ist eine tödliche Gefahr für die Welt. Sascha kämpfte dagegen, er kannte es.